Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Buchvorstellung mit mir. Ich habe euch heute ein Buch mitgebracht, das den Leser nach China entführt, und zwar in ein sehr altes China. Es geht um Mulan und mit einer Frage, die ich euch jetzt beantworten könnte. Aber bevor ich das tue, hier oben steht Dauerwerbesendung, das muss so sein, weil ich euch Bücher zeige. Das könnte eure Kaufentscheidung eventuell beeinflussen. Unten in der Infobox findet ihr jede Menge Links. Ihr müsst also nichts mitschreiben, dort findet ihr jegliche Information, die ihr braucht. So, und dann kommen wir jetzt zu Mulan. Ich muss sagen, Mulan war nie meine Lieblingsgeschichte von Disney. Es hat mich nie wirklich interessiert, aber ich hatte dieses Buch entdeckt, nachdem ich diese hier alle gelesen habe. Und zwar ist es Dunkle Schatten, Twisted Tales von Elizabeth Lin. Und ich muss sagen, Elizabeth Lin mag ich schon mal sehr gerne als Autorin und ich mag die Twisted Tales halt unheimlich gerne. Es beginnt ja immer, oder für den Leser wird halt die Frage aufgeworfen, was wäre in diesem Fall, wenn Mulan in die Unterwelt hätte reisen müssen? Und das muss sie in diesem Fall. Sie muss also in die Unterwelt, denn es geht um ihren Hauptmann, den sie ja sehr, sehr gerne mag und der eine tödliche Verletzung hat. Und sie muss ihn jetzt von den Toten wieder zurückholen. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Es ist sehr spannend. Es ist märchenhaft auch. Es ist richtig gut, sagen wir es einfach mal so. Es hat mir sehr gut gefallen, vor allen Dingen eben auch, dass sie mal Einblicke halt auch in die chinesische Totenkultur bekommen, in die Vorstellungen davon, von Trug und Schein und ja, wer ist Freund und wer ist Feind und einer großen Liebe, die sie ja nicht gestehen darf, denn ihr Hauptmann hat ja keine Ahnung davon, dass sie eine Frau ist. Und da ist dann halt die nächste Sache halt, wie schwer hat man es eigentlich als Frau im Gegensatz zu Männern, gerade früher, wo ja vieles für Frauen verboten war und man schnell auch mal die Eltern entehren konnte, dadurch, dass man denen ihre Order halt einfach übergangen hat, obwohl man damit dem Vater das Leben gerettet hat. Also eine richtig spannende Geschichte und auch eine schöne Liebesgeschichte, wenn ihr so wollt. So, und nun zeige ich euch noch ähnliche Bücher. Bleiben wir erst einmal bei Elizabeth Lim. Und von ihr hatte ich gelesen, Ein Kleid aus Seide und Sternen. Das ist auch ein Fantasy-Roman, spielt auch in China. Es ist sehr märchenhaft, es ist manchmal ziemlich hart, es ist eine richtig schöne Geschichte. Also falls ihr das noch nicht kennt, dann guckt euch das auf alle Fälle an. Dazu gibt es auch schon einen zweiten Teil. Und ich habe von ihr gelesen, Die sechs Kraniche ist auch wieder eine Geschichte, die in China spielt. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Die sieben Raben. Es ist halt eine Stiefmutter, die ihre Stiefsöhne verflucht und in Raben verwandelt. Und auch das Mädchen kriegt was von dem Fluch ab. Ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil es so eine unglaublich schöne, märchenhafte Atmosphäre hatte. Es war spannend, es hatte Liebe mit drin. Es war toll. Also kann ich euch absolut empfehlen, wenn euch im Winter, jetzt gerade so kurz vor Weihnachten nach Märchen ist, sind das genau die richtigen Geschichten für euch. So, dann habe ich von den Twisted Tales gelesen, Spieglein, Spieglein, was wäre, wenn die böse Stiefmutter den Prinzen vergiftet hätte? Nicht vergessen, vergiftet hätte. Das war auch eine Sache, wo ich gedacht habe, ha, das wäre eigentlich mal ganz interessant gewesen. Was wäre dann geschehen? Und ich muss sagen, dass mir Schneewittchen hier auch sehr gut gefällt, die auch einen ganz anderen Weg geht als den im normalen Disney-Film. Dann hatte ich gelesen, Peter Pans Reise ins Ungewisse. Was wäre, wenn Wendy zuerst mit Captain Hook nach Nimmerland gesegelt wäre? Dann wäre die Geschichte natürlich eine ganz andere gewesen. Und darum geht es hier, um eine Wendy, die vergebens auf einen Peter Pan wartet und die erste Gelegenheit mit einem Captain Hook ergreift, um nach Nimmerland zu kommen. Und ja, ich denke, sie muss sich um Peter Pan kümmern. Es war auch eine sehr schöne Geschichte.
Dann hatte ich gelesen, Alice im Bann der Herzkönigin, auch die Twisted Tales. Was wäre, wenn Wunderland in Gefahr und Alice sehr spät dran wäre? Ich muss sagen, das ist das dunkelste von diesen Büchern. Es ist halt ein Wunderland, wie es ein Tim Burton halt auch entworfen hat. Es ist dunkel. Die Herzkönigin hat die Regierung jetzt endgültig an sich gerafft und sie versteht keinen Spaß. Also ihr kennt ihre Parole, Kopf ab. Und so, das zieht sich durch dieses Buch. Es ist teilweise schon ein bisschen blutiger und so weiter. Also es ist ein dunkleres Buch. Ich muss sagen, ich mag die ganze Reihe. Die Twisted Tales finde ich sehr, sehr spannend. Ich werde die auch weiter verfolgen. Ja, und das wäre es dann schon von mir für euch. Bis zum nächsten Mal. So, und wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Däumchen hoch. Und vor allen Dingen, besucht uns doch auch mal auf unserem Erstkanal. Da haben wir alles rund ums Buch. Da findet ihr Lesemonate, TBRs, Vlogs und jede Menge. Alles, was uns da einfällt, was wir mit Büchern anstellen können, das findet ihr dort. Ja, und wir würden uns sehr freuen, euch auch dort begrüßen zu können.